Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Eben hat mich ein Bruder, eine Frage gestellt. Und zwar, er hat gesagt, er versucht oft Nasiha zu geben, guten Ratschlag zu geben, Leute auf etwas aufmerksam zu machen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Und er sagt, dass viele das überhaupt nicht mögen und sauer sind und dann sagen, das ist zwischen mir und Allah. Das ist zwischen mir und Allah. Was kann man dazu sagen? Erstens, es ist selbstverständlich klar, dass wir immer darauf achten müssen, wie wir die Nasiha geben. Und nicht, dass das jemand falsch versteht. In den meisten Fällen sind nicht, meiner Erfahrung nach, nicht diejenigen schuld, die die Nasiha geben, sondern in den meisten Fällen sind diejenigen schuld, die die Nasiha nicht akzeptieren. Aber trotzdem müssen wir darauf achten, dass wir die Nasiha richtig geben. Ja? Manchmal wird eine Nasiha hart gegeben. Das heißt, manchmal muss man jemandem richtig Bescheid sagen. Das ist auch das, was der Prophet a.s. gemacht hat. Und das geschieht unter anderem auch bei öffentlichen Reden. Weil bei öffentlichen Reden konfrontiert man keine Einzelperson, man redet an die Öffentlichkeit und es gibt Leute. Und da ist es oft, um die Herzen erbeben zu lassen, gefragt, wirklich streng zu reden. Es wird vom Propheten überliefert, dass er bei der Freitagspredigt geschrien hat. Es wird in Sahih Muslim überliefert. Und man seine Wut sehen könnte, wenn er seine Stimme erhoben hat. Ja? Aber im privaten Gespräch ist es sehr, sehr häufig zu empfehlen, eine sanfte Art anzuwählen. Und insbesondere, wenn man mit Leuten redet, die mehr Wissen als einer haben und mit Leuten redet, die älter als jemand sind. So gibt es, wird zum Beispiel Hassan und Hussein überliefert, dass sie einen Mann gesehen haben, der falsch Wudu gemacht hat. Und da haben sie nicht zu ihm gesagt, hey, falsch. Ja? Weil manche machen das so ähnlich. Die sagen vielleicht, ha, ha, ha. Aber man merkt an der ganzen Art, Hochmut, dass sie sich über diese Person erheben. Da muss man sehr vorsichtig sein. Deswegen sollte sich jeder, der eine Nasiha gibt, vorher fragen, vorher nochmal verinnerlichen, ich mache das für diese Person, um dir etwas Gutes zu tun. Nicht, um die zu zerstören. Nicht, um mich über sie zu erheben. Und natürlich, um meine Pflicht zu erfüllen. So. Und so sehen wir zum Beispiel, Hassan und Hussein haben dann beide, haben sie gesagt, kannst du uns sagen, wer von uns richtig Wudu macht? Und sie haben Wudu gemacht vor ihm und beide haben es gleich gemacht. Erst der eine, dann der andere und da hat er gesehen, wie richtig Wudu gemacht wird. Das heißt, sie haben es indirekt gemacht, weil diese Person älter war. Dann sehen wir zum Beispiel Ibrahim a.s. Man sieht bei ihm ganz klar und deutlich, bei einem Volk, was stur war, die er schon mehrmals gewarnt hatte, was sagt er zu denen? Uffillekum. Das heißt, pfui über euch und das, was ihr neben Allah anbetet. Klar und deutliche Worte, ja, oder strenge Worte. Als er mit seinem Vater gesprochen hat, in einem einzelnen Gespräch, sagte er, Ya Abati, inni kada ja'ani min al-ilmi, ma lam ya'tika fattabi'ani ahdiyaka siratan sawiyya. Oh mein Papa, zu mir ist Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist, so folge mir, ich werde dich einen geraden Weg leiten. Er hat ihm nicht gesagt, hey Mann, er hat dir nicht gesagt, ich weiß, was du nicht weißt. Er hat gesagt, zu mir ist Wissen gekommen. Das heißt, hätte auch dir passieren können. So könnt ihr zum Beispiel zu jemandem sagen, ihr seht jemanden, der macht was total falsch. Ihr könnt zu ihm sagen, Entschuldigung, Herr so und so. Ihr seht zum Beispiel jemanden, der ist älter. Amca oder wie man auf Türkisch sagt, oder Sheikh. Ja, Sheikh. Das sagt man zum Beispiel sehr häufig in arabischen Ländern. Sagt man zu jemandem, ja, Sheikh. Ja, ja, sehe die. Ja, und da sagt man, Entschuldigung, ich habe eben gesehen, dass Sie das so und so gemacht haben. Ich bin die Religion neu am Praktizieren, als Beispiel. Und ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass das so und so ist. Gibt es da vielleicht zwei Meinungen? Da habt ihr ihm die Botschaft gegeben. Er denkt vielleicht nachher, kommt sich aber nicht auf den, nicht, er kommt sich nicht angegriffen vor. So. Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich. Und für die Leute, die anfangen, Leute zu kritisieren, weil sie Nasiha geben
Und weil sie Leute dazu bringen, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwehren, nicht wegen ihrer Art, sondern weil sie das machen, die sollen Allah fürchten. Denn der Prophet a.s.w. sagte, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe euch herabsenden und dann werdet ihr Dua zu ihm machen, sie wird nicht erhört werden. Und der Prophet a.s.w. sagte, مَنْ رَعَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ. Wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit der Hand verändern. Und wenn er das nicht kann, verändere mir das Tatif, verbillisere, dann mit seiner Zunge. Verändere mir das Tatif, verbillisere, verbillige, at'afuliman. Wenn er das nicht kann, dann mit dem Herzen, denn der, und das ist die schwächste Form des Glaubens. Ja, und wenn einer sagt, ja, das ist zwischen mir und Allah, sagst du, stimmt, das ist zwischen dir und Allah. Denn Allah sagt im Koran, keine Last tragen Seele trägt die Last einer anderen. Aber zwischen mir und Allah ist, dir, dich darauf aufmerksam zu machen, dass du einen Fehler hast. Denn Allah sagt im Koran, وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّا يَدْعُونَ لَلْخَيَ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ يَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ وَلَا يَكُمُ الْمُفْلِحُونَ. Es soll von euch eine Gemeinschaft entstehen, die zum Guten ruft. Und das Gute gebietet, das Schlechte verwehrt.